Jeder kennt die Geschichte von Adam und Eva, die von der Schlange verleitet die verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis gekostet haben und daraufhin von Gott aus dem Paradies verjagt wurden. In der Kunst wird die Frucht, die der Menschheit Freiheit und Wissen gebracht hat, als Apfel dargestellt. Heute werden weltweit 6000 Kultursorten des Apfels angebaut. Äpfel sind so alltäglich, dass sie jedem geläufig sind. Und dennoch birgt dieses seit langem angebaute Obst ein großes Geheimnis, das seiner Herkunft. Erst 1989, nach dem Fall des Sowjetregimes, konnte uns der kasachische Wissenschaftler Professor Aymag Djangaliev die Pforten zu einem vergessenen Paradies in Zentralasien öffnen. Wir wollen herausfinden, ob hier der Herkunftsort des Apfels liegt. Unterhalb der ewigen Schneegrenze wächst ein Wald. Ein ursprünglicher Wald, zwischen dessen Bäumen Brombeerhecken, Kräuter und Blumen wuchern. Die Bäume sind riesig. Manche sind über 30 Meter hoch und haben Stämme von 2 Metern Durchmesser. Von ihren Ästen hängen so viele Äpfel, dass die Zweige sie nicht alle tragen können. Sind diese gewaltigen Bäume etwa wilde Apfelbäume? Ist das hier vielleicht der Garten Eden? Wir sind in Kasachstan, im dschungerischen Alatau, den letzten Ausläufern des Tian-Shan-Gebirges, eines Hochgebirges, das die Grenze zu China bildet. 1920 verleibte sich die Sowjetunion diesen lange Zeit unerforscht gebliebenen Landstrich ein. Auch nach der Unabhängigkeit Kasachstans ist hier militärisches Sperrgebiet, aus nationalen Sicherheitsgründen. Wahrscheinlich sorgte genau dies dafür, dass dieser Ort so lange in seiner Ursprünglichkeit erhalten bleiben konnte. Niemand durfte bislang hier filmen, doch für uns macht man eine Ausnahme. Wir sind im Land der Adler, Bären, Luchse und Schneeleoparden. Dort, wo auf 2200 Metern Höhe ganze Wälder wilder Apfelbäume stehen. Trotz der extremen Temperaturen, die zwischen minus 40 Grad im Winter und plus 40 Grad im Sommer schwanken. In den 30er Jahren bekam Professor Djangaliev die Wälder zum ersten Mal zu Gesicht. Für ihn sind diese Bäume lebendige Fossilien, die Ahnen von Apfelbäumen, die bereits hier wuchsen, als noch Dinosaurier auf der Erde lebten. Aber wieso ausgerechnet hier? Hier wachsen unsere endemischen Wildapfelbäume mit ihrer großen genetischen Diversität. Kultursorten hätten in diesem Wald keine Überlebenschance. Sie würden unter diesen extremen Bedingungen nicht gedeihen. Kälte, Schnee, Sommerhitze und Parasiten würden ihnen zu stark zusetzen. Dank jahrmillionenlanger natürlicher Selektion konnten hier nur die widerstandsfähigsten Wildapfelbäume überleben. Raya ist eine Biologin aus dem Team Professor Djangaliyevs. Sie versucht, einige besonders schöne Exemplare wiederzufinden, die der Professor beschrieben hat. Sergej, hast du die Karte vom stungarischen Alatau? Das ist die Karte des Wildapfelwaldes. Wir befinden uns in diesem Quadranten. Was hier rot eingezeichnet ist, das sind die Wildapfelbäume. Es gibt etwa 1 Million, vielleicht sogar mehr. 1 Million Apfelbäume, Apfelwälder, die ganze Berghänge bedecken? Wie ist das möglich? Normalerweise bilden Apfelbäume keine Wälder. Dieser Apfel hat einen bitteren und sauren Geschmack. Der ist ideal, um daraus Apfelwein herzustellen. Die Äpfel sind offensichtlich essbar. Wir bahnen uns den Weg durch das Gestrüpp aus Brombeeren, Brennnesseln und wildem Hopfen. Vor 50 Jahren wäre hier kein Pferd durchgekommen.
Raja hat das zweite von Professor Dschangaliew beschriebene Exemplar gefunden. Dieser Apfelbaum trägt sehr große Früchte. Große, grüne und sehr wohlschmeckende Äpfel. Doch abgesehen davon, dass ihre Früchte wie Äpfel aussehen und auch so schmecken, haben diese Bäume nichts gemein mit unserer Vorstellung eines typischen Apfelbaums. Sie sind viel zu groß, haben zu bizarre Formen und sind wesentlich langlebiger als selbst die ältesten robusten Kultursorten. Dieser Baum ist etwa 300 Jahre alt. Das Auffallendste an diesem Wald ist die Vielfalt der Bäume und Apfelsorten. Es gibt kleine und große, gelbe, grüne und rote. Sehr lecker. Die diversen Früchte haben ausgezeichnete Aromen und schmecken unterschiedlich süß. Ein Grund für den Erfolg des Apfelbaums ist dessen Vermehrung. Anders als Pfirsiche oder Orangen sind Äpfel nicht selbstbestäubend, sondern benötigen einen Befruchtungspartner. Dadurch haben sie über Jahrmillionen hinweg ihre Gene vermengt, was für ihre große Diversität gesorgt hat, ähnlich wie bei Menschen. Bitter bis säuerlich. Die wären gut für einen Kompott. Dieser Baum ist 130 Jahre alt und wurde wegen seiner Resistenz ausgewählt. Leicht bitter, wenig Säure, ein kräftiges Aroma. Es gibt auch kleine Wunder, wie diesen jungen, 70 Jahre alten Baum, der sich vor den heutigen Edelsorten nicht zu verstecken braucht. Die Äpfel dieses Baums reifen gegen Ende September. Deshalb hat Aymak diese Spitzensorte Stungarskaya Osjonoblotnia getauft. Stungarischer Apfelbaum, der im Herbst reift. Zweifellos sehen wir hier ein weltweit einzigartiges Phänomen. Eine Population uralter Wildapfelbäume, deren Vielfalt und genetisches Potenzial unsere Vorstellungskraft übersteigt. Botaniker nennen diese Bäume Malus sivassi. Malus von dem lateinischen Begriff für Apfel und Sivassi zu Ehren von Ivan Sivias, einem deutsch-russischen Forscher, der die Bäume 1796 entdeckt hatte. Professor Dschangaliew hat diesen Bäumen sein Leben gewidmet. Er kommt 1913 im Ural zur Welt, als Sohn einer gut situierten Bauernfamilie. Schon als kleiner Junge liebt er die Schönheit der kasachischen Steppe mit ihren wilden Tulpen im Frühling und dem in der Sonne glitzernden Schnee im Winter. Doch dann kommt die Oktoberrevolution. Aymak Dschangaliews Eltern und ältere Geschwister sterben allesamt in den Wirren dieser blutigen Zeitenwende. Er selbst kann nach Osten entkommen. Im städtischen Waisenhaus von Alma-Ata, dem heutigen Almaty, geht er zur Schule und entdeckt seine Liebe zur Philosophie, zur Geschichte und zum Wald. Mit 17 besucht er die Hochschule für Landwirtschaft, wo sein Talent nicht lange verborgen bleibt. Seine Dozenten schicken ihn zur Promotion nach Moskau. Eine für ein Waisenkind eigentlich undenkbare akademische Karriere, erst recht für einen Kasachen. Dort trifft er auf die Person, die sein Leben ändern wird, Nikolai Wawilow. Wawilow ist der größte russische Evolutionsforscher und Agronom seiner Zeit. Er gehört zu den Ersten, die sich für die wilden Ursprünge landwirtschaftlich genutzter Pflanzen interessieren. Seiner Ansicht nach hat jede Pflanze einen bestimmten Herkunftsort, eine Wiege, von der aus sie sich verbreitet hat. Und genau dort besitzt die jeweilige Art als Wildform ihre größte genetische Varietät. Auf zahlreichen Reisen in aller Welt sammelt Wawilow 250.000 Obst-, Gemüse- und Getreidevarietäten, die er in St. Petersburg aufbewahrt. 1929 reist er auf der Suche nach Wildgetreidesorten durch China. Dort beschließt er, das Tian Shan-Gebirge zu überqueren, um Proben der unbekannten Flora Kasachstans zu sammeln. Nach einer extrem strapaziösen und gefahrvollen Überquerung erreicht er am 1. September Alma-Ata, wo er zu seiner großen Überraschung feststellt, dass überall in der Stadt und an den Hängen der umgebenden Berge wilde Apfelbäume wachsen, die ganze Wälder bilden. Er ist überzeugt, den Herkunftsort des Apfels entdeckt zu haben.
Ich habe damals Wawilow kennengelernt und seine Worte sind mir unvergessen geblieben. Weshalb genau dort? Ist das wirklich der Herkunftsort des Apfels? Und warum eigentlich hat dort alles angefangen? Wawilow konnte die Antwort auf diese Frage nicht mehr finden. Stalin, ein erbitterter Feind der Genetik, die er als Bourgeois schmäht, verurteilt ihn 1943 zum Tode. So verliert die im Obskurantismus versunkene Sowjetunion einen ihrer größten Wissenschaftler. In Kasachstan lassen die Sowjets reihenweise wilde Apfelbäume fällen, um an deren Stelle Obstplantagen anzulegen. Aymag Djangaliyev, der ehrgeizige, brillante und unbestechliche Wissenschaftler, steht allein auf weiter Flur in seinem Kampf für den Erhalt des Malus Sivassi. Das ist meine Doktorarbeit. Wie Sie sehen, trägt sie den Titel »Die Apfelbaumwälder des Transili und des dschungarischen Alatau und die biologischen Grundlagen für deren Nutzung«. Ein gigantisches Werk. Jeder darin aufgeführte Baum wurde vor Ort erfasst und genauestens analysiert, unter Berücksichtigung des Klimas, des Bodens und seiner Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten. Jede Frucht wurde genauestens biochemisch untersucht. Professor Djangaliyevs Doktorarbeit ist der einzige heute existierende Wissensspeicher über Malus Sivassi. 1970 gründet Djangaliyev einen botanischen Garten, in dem er Apfelunterlagen mit Reisern der 200 schönsten Exemplare des Malus Sivassi aus dem Tian Shan-Gebirge veredelt, um dessen Sortenvielfalt zu erhalten. Er organisiert Bildungskolloquien, um seine Kollegen für etwas zu sensibilisieren, das wir heute als genetische Ressource bezeichnen. Dank dieser Bäume blieb ein großer Teil der genetischen Varietät von Malus Sivassi erhalten. Im August 2006 empfängt Professor Djangaliyev zum ersten Mal einen französischen Genetiker. François Laurence, der diverse neue Apfelsorten entwickelt hat, interessiert sich für die einzigartige genetische Vielfalt des Malus Sivassi. Hallo, bonjour, comment allez-vous? Замечательно. Рад вас видеть. Ça va? Wir fahren ins 100 Kilometer von Almaty entfernte Transili Alatau. In den letzten 30 Jahren gingen dort 70% des Apfelbaumbestandes verloren. In dem Reservat, in das wir heute fahren, standen 1950 über 3 Millionen ausgewachsener Bäume. Stellen Sie sich das mal vor. Und das ohne die jungen Setzlinge zu zählen. Doch aufgrund der Misswirtschaft wurde ein Drittel des Bestandes gefällt. Noch vor 50 Jahren wuchsen überall in dieser Gegend wilde Apfelbäume. Wir betreten das Waldreservat Kusnetsova Stell, das bislang von keinem Unbefugten betreten werden durfte. Einst waren die Hänge dieser Berge von Bäumen bedeckt, wie dieses Foto belegt, das Professor Djangaliyev 1945 hier aufgenommen hat. Dieser Ort ist ein genetisches Reservoir für die Zukunft. Seit 165 Millionen Jahren sind diese Wälder hier heimisch. Seitdem vermehrten sich die Bäume und schufen diese große Vielfalt. Sie können sich also vorstellen, wie gigantisch ihr genetischer Reichtum ist. Überall präsentieren sich andere Varianten dieser Vielfalt. Man kommt hier nicht leicht durch. Das sind alles kleine, steile Pfade. Man läuft direkt unter den Apfelbäumen durch. Es wundert mich nicht, dass hier mehr erhalten geblieben ist als in Almaty, wo alles gefällt wurde. Hier kommt einfach keiner durch. Ein schöner Baum. Die wachsen hier seit tausenden Jahren. Eine Koevolution mit Kräutern, Brombeeren, Weißdorn und wildem Hopfen. Sehen Sie? Der Stiel ist sehr kurz und der Stielansatz sehr tief. Das ist der größte Apfel, den ich gefunden habe, und er ist außerdem völlig frei von Schorf. Fester und aromatischer als die anderen. Der schmeckt wie ein Apfel aus dem Handel. Ich nehme einige Samen mit und werde sie testen, um festzustellen, wie resistent sie gegen Apfelschorf sind. Wie entstanden diese Apfelbäume und was haben sie mit unseren Kultursorten gemein? Der Apfel, lateinisch Malus, gehört zur Familie der Rosaceae, deren Blüten jeweils 5 Kelch- und Blütenblätter besitzen. Die Anzahl der Staubblätter beträgt ein Vielfaches von 5, die der weiblichen Fruchtblätter 5.
Rosengewächse sind eine sehr alte Familie von Blütenpflanzen und verbreiten sich rasch im großen Laubwald, der damals den Urkontinent der Nordhalbkugel bedeckte. Ihre Früchte waren anfangs gerade mal stecknadelkopfgroß. Gegen Ende des Tertiärs kommt es zu einer erneuten Aktivität der tektonischen Platten. Ein Teil Afrikas löst sich und driftet gegen Norden. Mit der rekordverdächtigen Geschwindigkeit von 15 Metern pro Jahrhundert stößt Indien auf Eurasien und schiebt sich unter die asiatische Platte. Die Kontinente heben sich und es entstehen neue Berge. Der Himalaya tritt hervor und in dessen westlicher Verlängerung die etwa 2000 Kilometer lange Bergkette des Tian Shan. Es entstehen neue Landschaften mit veränderten klimatischen Bedingungen. Die hohen Gipfel halten die Wolken auf. Es bilden sich neue Flüsse. Es entstehen neue Lebensformen. Im neuen Kontinent Eurasien ist aus der ehemals zusammenhängenden Waldfläche ein Flickenteppich geworden. In jedem Lebensraum verläuft die Evolution der primitiven Apfelbäume anders. So kommt es, dass man heute über 40 unterschiedliche Arten von Wildäpfeln kennt. Meist mit kleinen, sauren Früchten, die selten größer als eine Kirsche werden. Die Früchte des Malus sivassi ähneln am meisten den Äpfeln unserer Kultursorten und könnten insofern deren Ursprungsform sein. Doch das muss wissenschaftlich bewiesen werden. Welche der vielen Wildapfelarten ist also der Ahne unserer Äpfel? Der Lösung dieser Frage widmet sich Professor Barry Juniper von der Universität Oxford. Der Genetiker und Biochemiker hörte von Wawilows weitgehend unbekannter Theorie zur Herkunft des Apfels und wollte diese molekularbiologisch überprüfen. Doch im Westen gab es kein einziges Exemplar des Malus sivassi. Erst als 1989 die Sowjetunion auseinanderbrach, konnte Juniper endlich zu einer Expedition nach Kasachstan aufbrechen. Von Almaty in Kasachstan reisten wir 900 Kilometer nach Nordosten bis kurz vor die chinesische Grenze. Und plötzlich änderte sich alles, denn wir betraten etwas, das man als echten Obstwald bezeichnen kann. Einen Wald im wahrsten Sinne des Wortes, der größtenteils aus Apfelbäumen bestand. Aber nicht nur, denn es gab auch andere Obstsorten. An manchen Stellen war das Blätterdach über unseren Köpfen so dicht, dass nur wenig Sonnenlicht auf den Boden fiel. Und doch hing praktisch jeder Baum voller Äpfel und jeder Baum war anders. Darunter gab es große, süße, rote Äpfel, die man hier auf jedem Markt hätte verkaufen können. Um seiner Herkunft auf die Spur zu kommen, brauchte man einen Stammbaum des Malus. Das geeignete Werkzeug dazu ist ein Gen, ein kleines Bruchstück DNS aus den Chlorplasten der Blätter, Zellorganellen, die für die Photosynthese zuständig sind. Die DNS muss extrahiert und gereinigt werden, um daraus anschließend das betreffende Gen mit hochkomplexen enzymatischen Techniken zu isolieren. Dann entziffert man den Code des isolierten Gens. Je mehr sich die Codes zweier Gene ähneln, desto näher sind die betreffenden Pflanzen miteinander verwandt. Nachdem man alle Apfelarten unter die Lupe genommen hatte, konnte man 2002 endlich den Stammbaum zeichnen. Und siehe da, die Zuchtformen des Apfels gehören zum gleichen Ast wie Malus sivassi. In anderen Worten, unser im Westen angebauter Apfel, der süße Apfel, genauer Malus pumila, ist exakt derselbe wie Malus sivassi. Dank der molekularbiologischen Methoden lüftet sich endlich der Schleier um die Herkunft des Apfels. Wawilow lag mit seiner Annahme richtig und Professor Djangaliyevs Lebenswerk war wohl begründet. Bleibt nur noch die Frage, weshalb ausgerechnet im Tian Shan-Gebirge Malus sivassi solch große und süße Früchte ausgebildet hat, während überall sonst die Früchte der Wildäpfel klein und sauer geblieben sind. Überall im Apfelwald stoßen wir auf abgebrochene Äste und große Kratzer in der Rinde. Sie stammen von Bären. Die Braunbären des Tian Shan-Gebirges sind scheu und ernähren sich hauptsächlich vegetarisch. Vor dem Winterschlaf fressen die Bären am liebsten Äpfel. Das sind Krallenspuren von Bären. Im Herbst klettern sie in die Bäume und schütteln die Äste.
Danach steigen sie wieder runter, um die zu Boden gefallenen Äpfel zu fressen. In diesen Bergen leben über 100 Bären, von denen jeder an einem Tag den Ertrag eines ganzen Baums verzehren kann. Als Beweis finden wir hunderte Apfelkörner in der Losung der Tiere. Man sieht, dass sie hier gespielt haben. Dann hat einer seinen Kot abgesetzt und sie sind weitergezogen. Professor Janneper sind diese Spuren auch aufgefallen und er hatte eine Idee. Ich habe Bärenexkremente gesammelt und nach Taschkent gebracht, wo ich sie einem russischen Kollegen gab, der sie in seinem botanischen Garten ausbrachte. Und daraus sind im wahrsten Sinne des Wortes tausende Apfelsetzlinge gekeimt. Es macht also den Apfelsamen nichts aus, durch den Verdauungstrakt eines Bären zu wandern. Sie kommen am anderen Ende raus und keimen, und dazu noch auf einem sehr guten Kompost. In den letzten paar Millionen Jahren lebten im Tian Shan-Gebirge Heerscharen von Bären, die ziemlich alt werden können und sich genau daran erinnern, wo sie die schönsten, größten und süßesten Äpfel gefunden haben. Und immer wieder sind sie dorthin zurückgekehrt und haben so unbewusst eine immer feinere Selektion betrieben, bis nur die größten, süßesten und saftigsten Äpfel übrig geblieben sind. Das sind natürlich Evolutionstheorien, die nur schwer zu beweisen sind, aber ich denke, heute beginnt man zu verstehen, dass Tiere unwillentlich einen bedeutenden Selektionsdruck auf Pflanzen ausüben. Die Bären des Tian Shan-Gebirges sorgten also als erste dafür, die süßesten und größten Äpfel zu selektieren. Soweit, so gut. Aber wie kam der Apfel nach Europa? Hier kommt nun zum ersten Mal in der Evolutionsgeschichte des Apfels der Mensch ins Spiel. Genauer, die ersten Nomaden, die vor etwa 30.000 Jahren auf das unüberwindliche Hindernis Tian Shan stießen. Man kann sich vorstellen, wie angetan diese Menschen von der Schönheit und dem Geschmack der dortigen Äpfel waren. Der Mensch nimmt sich Malus Sivassi an und gemeinsam begeben sich beide auf eine lange Reise nach Westen, auf der Flucht vor den immer weiter vordringenden Gletschern der letzten Eiszeit. Vor 7000 Jahren kam es dann in Mesopotamien zum Wendepunkt, dank einer für die Zukunft der Menschheit wegweisenden Entdeckung, dem Veredeln durch Pfropfung. Bei der Wildrebe entdeckten die Sumerer, dass man dieselbe Pflanze unendlich oft vermehren kann, zu 10, 100, 1000 identischen Exemplaren. So schufen sie die Voraussetzung zum Anlegen einer Obstplantage. Indem der Mensch die Natur zu bändigen lernte, übernahm er in der Selektion die Rolle der Tiere, allerdings bewusst gesteuert. So entstand der nach dem Geschmack des Menschen gezüchtete Malus domestica, der während zahlreicher Kriege und Völkerwanderungen immer weiter nach Westen verbreitet wurde. Die Römer übernahmen den Apfel von den Griechen. Im 1. Jahrhundert beschrieb der Naturkundler Plinius bereits 17 veredelte Apfelsorten, die mit den Eroberungszügen der Römer nach Gallien und Nordeuropa kamen. Zudem entstand bereits in der Bronzezeit ein Netz von Handelsrouten zwischen China und dem Westen, das heute als Seidenstraße bekannt ist. Ein Teil der Route, auf der Seide, Perlen und Gewürze transportiert wurden, überquerte das Tian Shan-Gebirge in der Nähe von Almaty. Den Karawanen folgte der Apfel. Er war wertvoller Proviant und ein ideales Geschenk. Überall entlang der Karawanenroute pflanzte man Sämlinge aus, züchtete immer neue, wohlschmeckendere Varianten. Während der Renaissance eroberte der Apfel Europa und erfreut die Gaumen der Menschen bis heute. Der Apfel ist Teil unserer Geschichte geworden. Und mit den Karavellen brach der Apfel in die neue Welt auf. Heute findet man ihn überall. Es gibt über 6000 Apfelsorten. Auf der Liste der meistkonsumierten Obstsorten nimmt er Platz 3 ein. Doch mit seinem Urahn kam er nicht mehr in Kontakt. Vor 1989 ahnte niemand im Westen von der Existenz des Malus Sivassi oder Professor Djangaliyevs. Wie konnten wir von dieser Geschichte aus dem ehemaligen Ostblock erfahren? Die Antwort finden wir in den USA, im Cornell Institute, wo seit über einem Jahrhundert der Obstanbau wissenschaftlich erforscht wird. Im Laborgarten gedeiht seit 15 Jahren ein wildes Wäldchen von über 2000 Malus Sivassi-Bäumen. Wie kamen die Bäume aus Kasachstan hierher?
Nach dem Niedergang des Sowjetregimes 1989 erhielt der Genetiker Herb Altwinkel eine überraschende Einladung von Professor Dschangaliew. Er flog nach Almaty. Rückblickend war es wie ein Märchen, dass ich die Gelegenheit erhielt, diesen bemerkenswerten Menschen kennenzulernen. Professor Aymak Dschangaliew, den Doyen der Apfelforschung in Kasachstan. Er versuchte wirklich alles, um diese Wälder für die Zukunft, für die Nachwelt zu erhalten. Er war der Ansicht, dass wir ihm helfen konnten, sein Ziel zu erreichen. Und natürlich war das auch für uns sehr interessant. Gemeinsam mit Phil Forslein unternimmt Altwinkel zwischen 1992 und 1998 4 Expeditionen, bei denen sie genetisches Material sammeln. Als wir in den Wald kamen, traute ich meinen Augen nicht. Das Erste, was ich sah, war ein Apfel, der diesem hier sehr ähnelte. Das ist wirklich das Paradies. Wir waren völlig begeistert. Wir haben Äpfel gepflückt und in unsere Rucksäcke gepackt, um genügend Kerne zu sammeln. Aber wenn wir solch schöne Äpfel wie diesen fanden, schnitten wir Zweige ab und brachten so einen Klon zurück, den wir hier veredeln konnten. Das hier ist die exakte Replik eines der Mutterbäume, die wir im Tabagatai-Gebirge fanden. Wunderschön, nicht wahr? Phil Forslein hat den Wald aus Apfelkernen gezogen, die hier gekeimt sind. Die Bäume sind somit Wildformen, genau wie die Bäume der Wälder Kasachstans. Jeder Baum ist einzigartig und besitzt seinen eigenen genetischen Code. Hier, wo man sie pflegt und bewässert, wachsen die Bäume rasch zu erstaunlicher Größe heran und bringen gewaltige Erträge. Dieses Exemplar aus Nordkasachstan ist gerade mal 10 Jahre alt, bringt aber bereits eine halbe Tonne Obst hervor. Wie Sie sehen, ist das ein unglaublicher Baum. Als Professor Dschangaliew uns in diesen herrlichen Wald mitnahm, haben wir dort so viele Äpfel wie möglich gesammelt. Ein Stück weiter stehen Bäume aus dem dschungarischen Alatau, der Gegend, die wir besucht hatten. Diese stammen aus einem Wald mit riesigen Bäumen, von denen manche über 300 Jahre alt waren. Sie sehen ja selbst, wie schön und gesund diese Bäume sind. Die sind gerade mal 10 Jahre alt, aber schauen Sie, wie groß die schon geworden sind. Diese Exemplare aus dem Süden Kasachstans sind besonders interessant, weil sie dort in einem ariden Gebirge wachsen und sehr große Resistenz gegenüber Krankheiten aufweisen. Wie diese Bäume, die erstaunlicherweise in fast wüstenartigen Canyons wachsen. Das hier ist Phil Forsleins Lieblingsbaum. Äpfel mit einer schönen, konischen, länglichen Form und süßem Geschmack. Manche dieser Äpfel sind von solch guter Qualität, dass man sie direkt ins Gemüseregal eines Supermarktes legen könnte. Ein außergewöhnliches genetisches Potenzial, das in Farbe, Geschmack und Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten zum Tragen kommt und dessen Dechiffrierung Jahre dauern wird. Wo liegt die Priorität der Forscher des Cornell Institute? Die Apfelwälder werden in Zukunft sehr wichtig für die Zucht neuer Varianten sein. Insbesondere von schädlingsresistenten Varianten, die anders als die meisten heutigen Kultursorten nicht mehr mit chemischen Pestiziden behandelt werden müssen. Eines meiner persönlichen Ziele ist die Reduzierung der Verwendung von Pestiziden im Apfelanbau. Während der letzten 2000 Jahre hat der Mensch eine Vielfalt verführerischer Apfelsorten gezüchtet, ohne um deren Empfindlichkeit zu wissen. Seit den 50er Jahren beschränkt man sich in den großen Monokulturen des Obstanbaus aufgrund des großen Konkurrenzdrucks und aus Renditegründen auf einige wenige Sorten, die alle anfällig sind. Heutzutage werden die 10 meistkonsumierten Apfelsorten der Welt bis zur Ernte mindestens 25 Mal mit gesundheitsschädigenden Pestiziden behandelt. Das ganze Programm. Insektizide, Herbizide, Fungizide. Kann man überhaupt noch voller Unschuld in einen Apfel aus einem Supermarkt beißen? Andererseits, behandelt man die Äpfel nicht mit Fungiziden, werden sie dem Apfelschorf zum Opfer fallen, einer gefährlichen Pilzerkrankung, die die Äpfel unvermarktbar macht. Das Institut für Agrarforschung INRA ist spezialisiert auf die Kreation neuer Varietäten und leistet Pionierarbeit bei der Erforschung von Apfelbaumkrankheiten. Hier testet Bruno Lecon die Empfindlichkeit der Bäume gegenüber dem Apfelschorf.
Das hier ist ein Apfel der Sorte Gala, der deutliche Symptome von Apfelschorf aufweist. Jeder Fleck entspricht einem Infektionsherd, der von einer keimenden Spore ausgelöst wurde. Die Spore durchdringt die Cuticula und ruft diese Symptome hervor. Der verantwortliche Pilz, Venturia inequalis, ist weltweit dort anzutreffen, wo es auch Apfelbäume gibt. Im ungleichen Duell zwischen Wirt und Parasit haben die Kultursorten des Apfels bislang stets den kürzeren gezogen. Sind wir also dazu verdammt, Pestizide anzuwenden? Oder wäre Malus sevassi eine Lösung? Jener Apfel, der ohne Eingriffe des Menschen Millionen Jahre überlebt hat. Das versucht François Laurent anhand des kasachischen Materials zu überprüfen, das er während unserer Expedition gesammelt hat. Er hat 700 Samen gesät, die nun gekeimt sind. Als die Sämlinge 3 oder 4 Blätter hatten, haben wir sie mit Apfelschorfsporen besprüht. Wir wollten so die Resistenz der Sämlinge gegenüber dieser Krankheit testen. Ich erinnere mich noch daran, dass die Samen von einem schönen Baum mit sehr großen Früchten stammen. Der Baum steht in einem Wald in der Talgar-Schlucht am Ufer eines Bergbaches. Die Umgebung ist sehr feucht und einige Bäume waren mit Apfelschorf infiziert, während andere gesund waren. Wir brauchen also diese Samen. Man sieht sehr gut, dass die Sämlinge deutliche Anzeichen einer Resistenz zeigen. Die Blätter schrumpeln ein, es bildet sich eine sternförmige Nekrose aus. Typische Anzeichen einer starken Abwehrreaktion der Pflanze. Danach zeigt sich kein Apfelschorf mehr. Das heißt, dieser Baum wird nicht erkranken. Das alles dient dazu, neue Elternsorten zu finden, die unseren Kultursorten neue Resistenzen übertragen. Es ist interessant, diese im Material aus Kasachstan zu suchen, da diese Bäume seit tausenden Jahren mit dem Apfelschorf in Kontakt kommen. Und wenn sie resistent sind, heißt das, dass diese Resistenz sehr stabil sein muss. Was ist also das Geheimnis von Malus sevassi? Der brillante amerikanische Genetiker Fred Huff hat die Antwort darauf bereits in den 50er Jahren gefunden. Allerdings bei einem anderen Wildapfel, dem kleinfruchtigen Malus floribunda. Ihm fiel auf, dass bei einer Kreuzung von Malus floribunda mit einer kranken Kultursorte 50% der Nachkommen gesund und die andere Hälfte krank war. Das überraschte ihn, denn dieses Verhältnis entspricht genau den Mendelschen Regeln. Die Resistenz ist somit genetisch bedingt. Die Wildart Malus floribunda besitzt ein dominantes Gen der Resistenz gegen Apfelschorf, das Huff VF nennt. V für den Pilz und F für floribunda. Man hat dieses Gen dank moderner molekularbiologischer Techniken isolieren können. Es ist genau jenes Gen, das die Menschen unwissentlich beim über 4000 Jahre langen Selektionsprozess der meisten Kultursorten weggekreuzt haben. Dank dieser revolutionären Entdeckung wurde Fred Huff zum Wegbereiter des pestizidfreien Obstanbaus. Um eine resistente Sorte zu erhalten, musste man es ihm nur nachmachen und Kultursorten mit Malus floribunda kreuzen. Was nicht so einfach ist, wie es sich anhört. Malus floribunda hat kleine, saure Früchte und die Nachkommen leider auch. Wie also schafft man es daraus, eine vermarktbare, resistente Edelsorte mit großen, süßen Früchten zu züchten? 1970 überlässt Fred Huff seine Ergebnisse der französischen Forschung. François Laurence zeigt uns, wie man anschließend vorging. Der erste Schritt bei der Sorte, die ich als Mutter auswähle, ist die Entfernung der männlichen Staubblätter. Ich entferne zuerst die Blütenblätter, dann die Staubblätter. Jetzt sind die Fruchtblätter bereit, befruchtet zu werden. Also nehme ich Pollen der männlichen Sorte, den wir aus deren Blüten gewonnen haben. Ich schüttle das Röhrchen. Nun sehen Sie auf meinem Finger Millionen Pollenkörner, die ich auf die 5 Fruchtblätter der Blüte gebe. Was ich hier tue, ist genau das, was in der Natur die Bienen machen. In Obstplantagen müssen die Apfelbäume bestäubt werden, damit Früchte wachsen. Das ist die Aufgabe der Bienen. Die Biene fliegt hin und her, dabei bleibt Pollen auf ihrem Körper haften, der auf einer anderen Blüte für die Bestäubung sorgt. Mein Vorteil gegenüber der Biene ist, dass ich das männliche und weibliche Elternteil ausgesucht habe und weiß, welche genetischen Eigenschaften beider Eltern ich kreuze.
Das ist der kleine Unterschied. Und danach, ebenfalls ein Unterschied zur Natur, suche ich die Einzelpflanzen aus, die mich interessieren. Ausgehend von Malus floribunda züchtete man 7 Generationen, 32 Jahre lang, tausende Hybriden und eliminierte daraus systematisch alle anfälligen oder kleinfruchtigen Pflanzen, bis im Jahre 2002 die neue Sorte Ariane entstand. Der erste für den Großhandel geeignete Edelapfel mit dem Resistenzgen VF. Ein schöner, leckerer und biologisch angebauter Apfel. Noch ist Ariane des Resistenzgens immun gegen Apfelschorf. Aber wie lange noch? Genetiker befürchten, dass eines Tages der Pilz wieder die Oberhand gewinnen könnte. Diese Befürchtungen sind nicht unbegründet. Die Sammlung des INRA belegt, dass der Apfelschorf unkontrollierbar ist. Er kommt in vielen Ursprungsvarianten vor, die zudem permanent mutieren. Die Forschung kann sich also nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen, sondern muss dafür sorgen, dass Ariane und andere Kultursorten weitere Gene übertragen bekommen, die sie besser vor den Mutationen des Pilzes schützen. Jetzt kommt Malus Sivasi ins Spiel. Das haben die Genetiker des Cornell Institutes schnell begriffen. 2002, im Geburtsjahr der Sorte Ariane, haben sie die erste große experimentelle Hybridisierung zwischen der Edelsorte Gala und ihrer Ahnensorte Sivasi in Angriff genommen. Aus ihrer kasachischen Sammlung nahmen sie die 7 resistentesten Malus Sivasi als Vaterpflanzen. Als Mutter nahmen sie immer denselben Gala. Die Samen der Kreuzung wurden gepflanzt. 6 Jahre später stehen wir in dem daraus entstandenen Obsthain. Hier wachsen 1200 Gala-Sivasi-Hybriden mit unterschiedlicher genetischer Ausstattung. In meiner Linken halte ich einen großen Gala. Das ist die Mutter. Jetzt pflücke ich ein Kind aus einer der Kreuzungen. Sie sehen, der Apfel ist zwar ziemlich hässlich und hat Beulen, aber er ist resistent. Der dritte Hybride gleicht dem Vater. Der vierte auch, ist aber groß und resistent. Der fünfte gleicht der Mutter. Der sechste ist eine hübsche Replik der Mutter. Der siebte gleicht dem Vater und ist resistent. Das Ergebnis ist verblüffend. Bereits in der ersten Generation sind die Früchte groß wie die der Eltern und schmecken vielversprechend. Und wie vererbt sich bei dieser Kreuzung die Resistenz? Wir wissen, dass ein Großteil der Individuen dieser Population bereits eine hohe Resistenz gegenüber dem Apfelschorf aufweist. Die nächste Phase unserer Studie ist nun herauszufinden, ob einzelne dieser Nachkommen tatsächlich eine Multigenresistenz besitzen. Ist das der Fall, können diese Individuen zur weiteren Hybridisierung dienen, um einen hochwertigen Apfel zu produzieren, der die gewünschte dauerhafte Resistenz aufweist. Im April 2009 wurde eine erste Bilanz der Gendechiffrierung gezogen. Zurzeit ist man dabei, mithilfe molekularbiologischer Methoden über 20 vielversprechende Gene zu isolieren, die nicht nur für eine Resistenz gegen Apfelschorf verantwortlich sind, sondern auch gegen andere unheilbare Pflanzenkrankheiten, wie den sich seuchenartig ausbreitenden bakteriell verursachten Feuerbrand. Wahrscheinlich werden im Institut nicht nur eine, sondern diverse neue dauerresistente Sorten entwickelt. Auch das französische INRA forscht in dieser Richtung weiter. Malus Sivasi, der vor über 100 Millionen Jahren erschienene Ahne unserer Apfelsorten, verkörpert nun die Hoffnung auf eine pestizidfreie Zukunft im Apfelanbau. Eine fragile Hoffnung, denn seine natürliche Population ist bedroht. Wie steht es heute um die Bestände Almatis, der Stadt, deren Name übersetzt die Stadt der Äpfel lautet? Besorgniserregend, denn die Stadt hat sich auf Gedeih und Verderb der Globalisierung hingegeben, der Erdöl, Uran und das Bauwesen wichtiger sind als Bäume. In der nahen Umgebung gibt es keine Apfelwälder mehr. Früher war hier alles voller Apfelbäume und die mussten einer Kiesgrube weichen. Das hier sind die kläglichen Überreste des größten Apfelwaldes in der näheren Umgebung der Stadt. Auf dem Papier ein staatliches Schutzgebiet. Woanders hat man den Wald für Ackerland abgeholzt. Kümmert sich heute denn niemand um dieses weltweit einzigartige genetische Reservoir?
Außer Aymag Djangaliyev offenbar nicht. Der unermüdliche Kämpfer hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um die Wildapfelbestände Kasachstans zu erhalten. Bis die UNO sich endlich erweichen ließ. Die kasachische Regierung stellte Fonds zur Verfügung, die allerdings für alle möglichen Expertisen verwendet werden und nicht etwa zur Finanzierung etwaiger Schutzmaßnahmen vor Ort. Also beschloss Professor Djangaliyev, sich selbst darum zu kümmern. Er nimmt ein gewaltiges Projekt in Angriff. 60.000 Wildapfelbäume will er ziehen und damit einen Teil der abgeholzten Wälder wieder aufforsten. Dabei bedient er sich der Technik der Pfropfung. Die Edelreiser stammen von Spenderexemplaren des Malus Sivassi aus seinem eigenen botanischen Garten. Wie beim Anlegen einer Obstplantage stellt er so eine Vielzahl von Klonen des Originalbaums her. Das sind die fertigen Jungbäume. Es sind Klone der Malus Sivassi aus meinem botanischen Garten. Die wurden dieses Jahr veredelt und sind bereits 2 Meter hoch. Das hier sind also Zuchtformen des Malus Sivassi, die sich in nichts von der Wildform aus dem Wald unterscheiden, aus dem der jeweilige Spender herkommt. Die Blätter sind herrlich und die Knospen haben sich, wie Sie sehen können, perfekt entwickelt. Mit diesen Bäumen will Professor Djangaliyev die jeweiligen Herkunftsorte wieder aufforsten. Die Klone werden von Milliarden Pollen anderer Apfelbäume aus dem Wald bestäubt, sodass die folgende Generation bereits wieder eine größere genetische Diversität aufweist. Djangaliyevs Projekt ist die einzige Maßnahme zum Erhalt des Malus Sivassi. Aska heißt die grüne und Asya die rote Sorte. Beide wurden von Professor Djangaliyev gezüchtet und wurden anschließend patentiert. Der hat mehr Zucker, gute Säure und ist fest. Sind die resistent gegenüber Apfelschorf? Aber natürlich. Das ist also endlich ein resistenter Apfel, der nicht behandelt werden muss. Ein Apfel mit allen Eigenschaften eines vermarktbaren Apfels im Hinblick auf Textur, Zuckergehalt und Säure. Doch er kommt aus den Wäldern Kasachstans und ist keine Züchtung. Das ist wirklich erstaunlich. Die Kommerzialisierung solch eines Apfels ins Auge fassen? Warum nicht? Diese Bäume haben ihre Stärke aus der Natur. Die Natur macht keine Fehler. Schön. Wohlschmeckend und vor allem bio. Warum werden die nicht auch bei uns angebaut? Am 21. Juni 2009 stirbt Aymag Djangaliyev und sein Projekt verwaist. Jetzt könnte nur noch die Politik das Desaster der Abholzung der Apfelwälder Kasachstans verhindern. Wir müssen Wawilow und Djangaliyev danken, jenen Männern, die den Apfel aus dem Garten Eden bekannt machten und uns in ihrer Bescheidenheit eine alte Weisheit erneut vor Augen führten. Man muss von der Natur lernen und sie deshalb um jeden Preis für unsere Nachkommen bewahren. Was Food-Designer wohl zu Äpfeln sagen? Morgen erklären sie uns, wie das ist mit Das Auge ist mit. Und gleich besuchen wir ein französisches Dorf, dessen Spezialität Marmor ist. Blutroter Marmor, zum Beispiel für Versailles.